alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Ricciardo, Kimi Räikkönen und Massa. Perez, Hülkenberg, Verstappen und Carlos Sainz Jr. Stroll, Alonso, Romain Grosjean und Ocon. Magnussen, Kvyat, Pascal Wehrlein und Jolyon Palmer. Van Dorn. Und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich würde sagen Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine Probleme mit Rad-an-Rad-Rennen. Aber wie man heute gesehen hat, ist das Unsinn. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.